Wie still es hier ist. Wo sind denn die Tiere hin? Oh ja, das ist wirklich seltsam. Sie sind alle weg. Oh, sieh einer an. Da ist doch jemand. Dann müssen wir uns also keine Sorgen machen. Komm nur, keine Angst. Es reicht ja für zwei. Weg da! Ja, Kari! Oh. Krieger, hast du mich erschreckt? Du jagst, das tust du doch sonst nicht, oder? Ich muss ja. Ja? Ich bin hungrig und ganz schwach. Das ist ja furchtbar. Ich helf dir. Ich habe noch nie gesehen, dass du es mal eilig hast. Vater, was wird, wenn die Jäger keine Bisons mehr finden können? Das wird nicht geschehen. Sie kehren zurück. Und bis dahin teilen wir unsere Vorräte, damit niemand von uns hungern muss. Bären sammeln. Das ist wirklich nichts für einen Jäger wie mich. Also, ich wäre ja dankbar für diese leckeren Früchte. Was anderes kriegst du heute nämlich nicht zu essen. Au, und wenn keine mehr da sind, was dann? Seid ohne Sorge. Mutter Erde wird immer für ihre Kinder sorgen. Ich will euch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die uralt ist. Vor langer Zeit verirrten sich einmal zwei Kinder in der Prärie. Sie hatten Hunger und Durst. Doch da kam ihnen eine alte Frau entgegen. Sie gab ihnen zu essen und zu trinken. Bald war aber nichts mehr übrig. Und die Kinder hatten immer noch großen Hunger. Da beschwor die alte Frau Mutter Erde. Mutter Erde erbarmte sich und schenkte den Kindern die Saat der Sonne. Und sie mussten nie wieder Hunger leiden. Diese Saat der Sonne könnten wir jetzt auch gut gebrauchen. Ja, dann öffne die Hand, Jakari. Die Saat der Sonne. Die sind ja härter als Kieselsteine. Wer kann denn sowas essen? Würdest du mir auch glauben, dass einer dieser Sonnensamen wertvoller ist als alle Steine dieser Kette? Eine schöne Kette. Nimm sie nur. Ich weiß nicht. Ein Stück getrocknetes Fleisch ist wertvoller. Schnelle Schildkröte. Ich höre. Was willst du, Jakari? Was bedeutet das alles? Beobachte die Natur um dich herum genau, Jakari. Und vor allem vertraue immer auf Mutter Erde. Lass der Zeit ihren Lauf. Und du wirst sehen, es wird alles gut. Wo gehen wir hin? Ich weiß es noch nicht, kleiner Donner. Ich würde gern etwas für den Stamm tun, aber schnelle Schildkröte hat gesagt, ich soll der Zeit ihren Lauf lassen. Was wollte sie damit sagen? Und ich weiß auch nicht, was ich mit den Schätzen tun soll, die ich von ihr hab. Zeig mir mal die Sonnensamen. Ich wüsste vielleicht was. Sie sehen doch ganz appetitlich aus. Und die kann man nicht essen. Hey! Die sind nicht für dich! Schnell! Sie darf nicht entwischen! Alles in Ordnung?
Gib mir die Saat der Sonne zurück. Na los! Hast du dich verletzt, Yakari? Ja. Du wirst dir schon was Besseres einfallen lassen müssen, wenn du die Körner wiederhaben willst. So schnell gebe ich nicht auf. Und dann ist dann noch das hier. Und was nützt das? Ich verstehe nicht. Ich komme mit! So, gleich werden wir sehen, wie gern diese diebische Elster klaut. Die Halskette! Danke, Elster! Hoffentlich war ihr das eine Lehre. Wir haben die Sachen wieder. Und sogar alle. Oh nein! Ich habe die Saat der Sonne verloren. Es wird schon dunkel, Yakari. Das ist alles, was ich wiedergefunden habe. Die Prärie ist so groß. Sind weg. Es tut mir leid, schnelle Schildkröte. Hier, auch die hätte ich fast verloren. Nimm sie zurück. Oh nein, du darfst nicht denken, sie seien nun verloren, weil die Saat nicht verloren geht. Aber ich finde sie niemals wieder. Glaubst du? Ich sagte dir schon, setze dein Vertrauen ganz in Mutter Erde und lass einige Monde vergehen. Dann wirst du sehen, die Saat ist nicht dahin. Aber die sind ja lecker. Wir sollten was davon mitnehmen. Vielleicht kann man damit was kochen. Ja.
köstlich. Gibt's noch mehr? Der Maisbrei ist zudem auch nahrhaft und sättigend. Solange die Saat der Sonne in der Prärie keimt, werden die Sioux keinen Hunger leiden und darben. Wir haben noch jede Menge davon. Und wenn wir wollen, dann können wir noch viel mehr ernten. Ich hab dir doch gesagt, die Saat.